Wir haben vorhin darüber gesprochen, ab wann wird man älter. Vielleicht kann man sagen, wenn die Leute denken, jedes Wort, was man spricht, hat irgendetwas Weises. Mir ist es jedenfalls so ergangen, als ich Sie vor kurzem erst in einem Radiointerview gehört habe. Und da haben Sie angefangen, über Beziehungen zu sprechen. Und dann haben Sie gesagt, Sie, der, glaube ich, seine Frau Monique seit 46 Jahren kennt, seit 30 Jahren verheiratet. Sie bleibt bei 30 stehen. Ja, sie bleibt bei 30 stehen. Da haben Sie gesagt, Ihr Jüngeren geht alle viel zu schnell auseinander. Und die Kollegen haben nicht so richtig nachgefragt. Deshalb will ich Sie mal fragen, was heißt schnell auseinander? Ja, ich hab das schon mal so gesagt, auch sehr viel früher. Einfach beim ersten Seitensprung. Der erste Seitensprung ist schon ein Scheidungsgrund. So ein Scheidungsgrund? Ja, normalerweise. Oder, ja. Oder ist sehr oft ein Scheidungsgrund. Nicht? Und das finde ich schade, wenn man wirklich zueinander glaubt, zueinander zu gehören, wenn man sich entschieden hat, zu heiraten vor allen Dingen. Also, und dann auf einmal soll da irgend so eine Beziehung, die jedem ja passieren kann, nicht nur ihm, sondern auch ihr, nicht? Soll das der Grund sein, auseinanderzugehen, auf immer? Also nein, ich glaube, dass eine Ehe sich viel langsamer entwickelt, als einen Entschluss zu heiraten und dann ein paar Jahre nun sehr glücklich zu sein, sondern das ist ja ein Prozess, der über viele Jahre gehen soll. Ursprünglich war es ja gedacht, bis ans Lebensende. Ja. Ja, ich meine, ich frage jetzt, Dunja würde sagen, als Dackel, ja? Wenn Sie sagen, man bei so einem Seitensprung, das ist kein Grund, auseinanderzugehen, sagen Sie das aus der Perspektive des Täters oder des Opfers? Beides. 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 Kann man beides ertragen? Ja, ja, natürlich. Ich meine, das wäre unfair, wenn ich sagen würde, dass ich das für mich ausschließen würde, nicht? Muss ich dazu sagen, ich habe mit meiner Frau 17 Jahre zusammen, mehr oder weniger zusammengelebt, bevor wir geheiratet haben. Also in wilder Ehe. Ja, und ja, eine Art. Nicht? Und dann deswegen, da gab es natürlich auch Zeiten, und wo wir also auseinander waren, wo wir auch andere Partner hatten, sich ausprobierten und so weiter. Nicht? Und bis es dann so weit war, wo wir sagten, ja, sie ist es dann doch, ja, was soll's. Ist es denn wahr oder nur eine schöne Legende, dass Brigitte Bardot Sie zusammengebracht hat? Nein, das ist Tatsache. Ich habe damals einen italienischen Western gedreht in Almeria. Eines Abends kam ein mir bekannter Kollege, Serge Marcon, mit zwei blonden Damen rein und stellte mich vor. Eine war Brigitte Bardot, für die ich an dem Abend und an den nächsten auch besonders also Augen hatte und nicht für die andere. Also eines Tages dann die Bardot sagte an ihre Kabinentür, es war auf einem Schiff, dann schrieb, ich bin heute für euch nicht da, ihr seid keine guten Freunde und so weiter. Und dann war sie dann auf was einmal... Was man so schreibt an der Kabinentür. Ja. Ja. Und auf einmal war ich dann mit meiner Frau und merkte, dass sie eine völlig andere Person war. Ach, mit der Bardot war sie eben gehemmt und war überhaupt nicht sie selbst. Sie ist eine Südfranzösin, sie ist sehr, sehr lebendig und sehr spricht sehr viel und ist immer lustig und immer gut gelaunt und so. Und dann sagte ich, ja, die ist ja viel interessanter, die andere, die schmollt da immer rum und so. Und ist so berühmt. Und ist, ja. Ehrlich gesagt habe ich auch in meinem Leben dann später mich sehr selten in meine Partnerin verliebt, die mussten also früh ins Bett, weil sie am nächsten Morgen gut aussehen mussten. Sophia Loren, das erzählen Sie mal über Sophia Loren. Ja. Sophia Loren, eine solche professionelle Schauspielerin, dass die morgens um 5:30 kam sie ins Studio und hat sich 2,5 Stunden dann selber geschminkt und wusste 14 Tage vorher ihren Text auswendig. In 2 Sprachen treten wir und hat sich war sehr erstaunt, als ich mal an einem Samstag nach einem Text, einer Textstelle fragte oder so, der am Montag gedreht werden sollte, sagte ich,
du kannst den Text noch nicht. Also es war jedenfalls im Allgemeinen so, dass ich werde oft beneidet um diese Lorraine, Lollobrigida und so weiter. Diese, aber wie gesagt, das war eigentlich nicht mein Jagdgebiet. Okay, verstanden. Ist rübergekommen, Herr Adolf. Thema des Gesprächs mit Andreas Burani, aber auch des Films, den Sie gerade gedreht haben, Der letzte Mensch, jiddisch mit T in der Mitte, ja. Mensch, ist die Suche nach den eigenen Wurzeln. Kennen Sie das auch als eigenes Bedürfnis, Bestreben, zu gucken, wo komme ich her, wie war das damals? Ja, ich habe damals, als ich, war ich schon neugierig. Also zuerst ging es allerdings, ganz ehrlich gesagt, als ich studierte, wollte ich in Zürich studieren, da musste ich einen Scheck haben. Mein Vater hatte, ich habe ihn nie kennengelernt, bis dahin. Ein kalabrischer Arzt. Ein kalabrischer Arzt. Mhm. Und da sagte eine Schwester meiner Mutter, sagte, geh doch mal zu dem hin. Meine Mutter hätte das nie gut geheißen. Ich bin also dann dahin gegangen, war ein bisschen neugierig, aber es ging mir erstmal um diesen Scheck, den ich brauchte. Und nicht um die Wurzeln? Bitte? Und nicht um die Wurzeln? Es ging damals gar nicht um die Wurzeln, sondern es ging nur darum, und vor allen Dingen, wir konnten nicht reden. Er sprach nicht Deutsch, ich sprach noch nicht damals Italienisch. Und es war ein 10-minütiges Treffen, ein Geschäftstreffen. Der sagte dann, gehen Sie zu meinem Schwager und er macht das, den Vertrag und so weiter. Auf Wiedersehen. Das war's? Das war's. Waren Sie sehr enttäuscht? Nein, ich habe auch darunter nicht gelitten. Meine Mutter hatte mich sehr gut vorbereitet über die ganze Situation. Und ich bin damit sehr gut zurechtgekommen. Wenn Wurzelsuche, das kam dann später, als ich in Italien arbeitete. Das war 10 Jahre später, als ich meinen ersten Film da unten machte. Und dann kam es so langsam natürlich, dass man erstens einmal, dass ich versuchte, nicht ein halber Italiener, sondern ein ganzer Italiener zu werden. Das heißt, die Sprache lernen, so gut zu lernen, und dass ich dann auch mit den anderen, meinen Kollegen, sozusagen konkurrieren kann. Nicht? Das war eine Sache. Aber auch, ich wollte ein Italiener werden und merkte... Ganz großer Fehler übrigens, wenn ich das mal so anmerken darf. Völlig richtig, völlig wahr. Denn ich merkte nämlich, dass alles, was ich in Italien gesucht hatte, das war zuerst als Student... Das war die Kunst, das war für mich die Malerei, die Bildhauerei, das war Michelangelo, das war Leonardo da Vinci. Und das war für mich das Essen, das war für mich die Sonne, das war für mich die Lebensart, das war für mich, kennst du das Land? Und ich merkte immer mehr, dass diese Sehnsüchte keine italienischen waren, sondern deutsche. Das waren die Sehnsüchte der Romantiker, das waren die Sehnsüchte von Goethe und so weiter. Und während die Italiener, und da war der Unterschied, die hatten das. Das war ihrs. Das war ihrs. Und sie sind leider überhaupt nicht romantisch. Überhaupt nicht. Italiener sind leider überhaupt nicht romantisch. Ja, das ist ein großer Irrtum, zu denken, dass Italiener romantisch sind. Ist das nicht so? Nein. Romantik ist eine deutsche Erfindung. Ja, eine Erfindung, aber das zu leben und dem das Leben zu füllen, diese Innovation. Nein. Null Romantik. Wenn ein Italiener zum Beispiel jetzt, wenn ein Italiener als einer Frau den Hof macht, dann ist das nicht Romantik. Sondern zielgerichtet. Das ist Also, ja, auf manchen Gebieten ist er effizient. Interessant. Ja. Ja, wir sind uns da einig. Absolut. Wir haben ja ähnliche Worte. Wir haben uns mal, ich meine, daran werden Sie keine Erinnerung haben, aber für mich ist das unauslöschlich. Wir saßen mal, da war ich Student in einem italienischen Restaurant und das war sehr eng und ich saß direkt neben Ihnen. Beide hatten wir eine Freundin ausgeführt. Es war nicht Monique in Ihrem Falle. Und ich war irgendwie nervös und hatte so einen Slipper als Schuh an und habe sie wohl 2 oder 3 Mal angestoßen mit diesem Slipper. Und dann haben sie sich blitzschnell gebückt und haben mir diesen Slipper abgezogen und ihn einfach nur so hochgehalten. Und das war das Ende jeder Romantik an diesem Abend. Das ist meine Verbindung zu Ihnen.
Aber haben Sie, das klingt ja fast so ein bisschen, als wären Sie gar nicht so gerne dann in Italien. Ist da, versucht? Ich sagte, es klingt jetzt so, als wären Sie gar nicht so gerne dann in Italien. Ist es so, dass Sie so ein bisschen zu Hause dort verspüren? Nein, so eine Verbindung dann in diese... Ich habe es ja lange versucht. Das war nur eine Einsicht, die langsam sich entwickelte. Mein Leben, das tägliche Leben, das ich lebte, habe ich damals in den 60er, 70er Jahren außerordentlich genossen. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Mhm. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt in Italien, im damaligen Rom. Aber heute zum Beispiel fühle ich mich nicht mehr wohl in Rom. Mhm. Okay. Das liegt aber nicht nur an Rom, aber das ist ein anderes Thema. Das ist eine Zeit. Ja. Halt ja, also jedenfalls, ich habe auch die Italiener weiterhin gemocht und so nicht. Aber ich merkte, dass ich es nicht so ganz war. Und beruflich, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich es auch nicht so ganz geschafft. Ich habe wunderbare Rollen gespielt, aber die allererste Garde, die hat mich nicht reingelassen. Da war ich dann doch der Ausländer. Jetzt würde ich so wahnsinnig gerne noch auf den Film zu sprechen kommen, den er gerade gedreht hat. Große Akzent liegt auf Spielen. Spielen Sie einen alten Mann, der seine jüdischen Wurzeln ergründen möchte, die er bis dahin verleugnet hat, vielleicht auch aus Selbstschutz heraus. Ja, unternimmt absolut. Eine Reise nach Ungarn mit einem deutsch-türkischen Mädchen und kommt in einen Ort, wo ein Rabbi ihm praktisch bescheinigen soll, dass er ein Jude ist. Und der Rabbi sagt, nee, ich glaub dir nicht. Also wirklich eine erschütternde Geschichte. Und wir haben einen sehr schönen Ausschnitt, wo sie beide, also dieses Mädchen und sie, nach Ungarn fahren. Ja, doch, das ist ein Ausschnitt auf der letzten Mensch. Sie haben mal gesagt, Sie haben ein gewisses Verständnis für Menschen, die sagen, ich kann das Thema jetzt nicht mehr hören. Ich habe das schon so oft gehört. Wenn Sie dieses Verständnis haben, warum haben Sie diese Rolle gespielt und warum haben Sie in diesem Film mitgemacht? Nein, ich habe nicht. Kein Verständnis dafür. Ich verstehe es, aber ich bin total dagegen. Mhm. Nicht? Deswegen haben wir auch den Film gemacht. Auch das Vergessen eben dieses Markus oder dieses Menachem ist vergessen wollen, ist ein Fehler. Man kann es eben nicht vergessen und die anderen sollen und dürfen es nicht vergessen. Das ist, warum ich diesen Film gemacht habe. Nicht? Also es ist nicht so, dass ich habe Verständnis, das war diese ganze Situation um wo es darum ging, kann ich Verständnis haben für einen Unterdrücken einer Vergangenheit. Da habe ich allerdings auch mich da positiv ausgedrückt, das ist richtig, aber nicht über dieses Thema. Da war es so, ich fand das, wenn Leute etwas unterdrücken oder die nicht die Wahrheit gesagt haben, zu lange gewartet haben, um sich zu outen, nicht wahr, als Waffen-SS und so weiter. Das alles, das muss man alles aus der Zeit, sollte man aus der Zeit beurteilen. Nicht einfach so zu sagen, oh, der hätte das doch sagen müssen oder wieso weiß er das nicht, wieso erinnert er sich nicht, der hat gelogen, hat falsche Angaben gemacht. Das ist alles so einfach heute zu sagen. Damals war die Situation anders, also da sollte man schon vorsichtig sein. Ich glaube dann auch einem Walser und ich glaube auch einem letzten Endes an Gras, wenn er auch lange gewartet hat mit seinem. Aber es gab auch vielleicht, er hat vielleicht den Zeitpunkt verpasst. Und dann konnte er es nicht mehr. Dann konnte er es nicht mehr sagen. Es war zu spät. Nicht? In diesem Film, das ist ein tolles Thema, würde ich stundenlang gerne mit Ihnen diskutieren, auch darüber, wie Sie diese Zeit erlebt haben. Sie waren ja 14,5, als alles vorbei war. Und Sie haben doch einiges mitbekommen, was Sie von dem Sie sagen, das hat Sie Ihr Leben am stärksten geprägt. Am Schluss dieses Filmes, als der alte Mann seine Identität findet, da tut dieses Mädchen etwas, was in Israel die Enkel von Überlebenden hin und wieder neuerdings tun. Vielleicht können Sie es erzählen. Ja, sie am Schluss wird sie gefragt, wird sie gefragt von dem Rabbiner, sind Sie die Tochter von Menachem Teitelbaum? Und sie sagt, nein, aber ich wäre es gerne. Dann fährt sie nach Hause und lässt sich unterwegs die KZ-Nummer
auf den eintätowieren. Und das machen, wie gesagt, viele junge Leute in Israel. Und in New York auch, nicht? Und das ist einfach deswegen der letzte Mensch. Wenn der letzte, der eine solche Nummer wirklich noch hat, wird bald gestorben sein. Und was passiert dann? Dann heißt es nicht so, Kapitel zu, vergessen. Nein, das ist ein Weg. Wir müssen weiter daran denken. Wir dürfen es nicht vergessen. Ich sage auch nicht ein Schuldgefühl mit uns tragen. Aber wir müssen wissen, dass es in unserem Land einmal passiert ist. Und jetzt müssen wir auch wieder sagen, dass es leider auch immer wieder mal passieren kann. Und das darf es nicht. Vielen Dank, meine Herren. Ein schöner, es ist ein unaufdringlicher Film. Und ich empfehle ihn gerade jenen, die sagen, lass mich damit in Ruhe. Was mich an jenen stört, die sagen, lass mich damit in Ruhe, ich kann das nicht mehr hören, dass es oft Menschen sind, die sich damit gar nicht erst besonders intensiv damit auseinandergesetzt haben. Das finde ich nicht sehr glaubhaft. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ja. Danke, Mario Adorf.